Okay, dann haben wir alles. Wir haben eine Erfindung, wir haben Hände, wir haben Interviewer. Gut, dann ziehen wir die Szene ein mit 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben hier einen ganz speziellen Gast bei uns, Herr Meier. Guten Tag. Guten Tag. Ja, guten hallo. Tag. Hallo, ja. Ja. Schönen guten Tag. Ich freue mich so, hier zu sein. Das ist doch... Ja. Ich freue mich auch. Und zwar wollten Sie uns heute von Ihrer neuen Erfindung erzählen. Genau. Und diese Erfindung, die ist spektakulärer geht's gar nicht. Und zwar, ich habe eines Tages meine Schultern betatscht. Und dann hat man ja so normalerweise auch. Ja, eben. Und da fiel mir dann ein, dass meine Hände immer verrückt spielen. Und ich habe gedacht, so ein Polster müsste daher. Mhm. Ja, so ein Polster für die Schultern. Und weil man immer ungemütlich schläft oder so, man stützt sich auf. Nein. Das ist zwar ein Scherz natürlich, man stützt sich doch nicht freiwillig auf, das ist doch Schwachsinn. Nein, man möchte irgendwas binden oder um die Taille hängen. Ein Anzug möchte man sich umhängen, ein Sakko. Genau, und dieses Sakko soll Polster haben. Ja, so ganz weit. Also, ja. Also das, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Wie ich Sie mir das auch noch nicht so richtig. Also ist das noch ein Prozess, richtig? Genau, also diese Idee ist noch sehr jung, deswegen, ich bin noch leicht Demenz. Also, ja, ich kann verstehen. Also, für welchen, was wollten Sie denn damit bezwecken, mit Ihrem Gegenstand, ja, mit Ihrer Erfindung? Ja, das war so etwas, es ist so, ja, ich bin geschwommen und da waren wellenförmige Bewegungen. Nein, doch nicht. Nein. Jetzt mal Spaß beiseite. Ja. Ich würde auch sagen, die Zuschauer sind schon nackt verwirrt. Genau, also ich wollte mir etwas umbinden. Ein Umhang wollte ich mir umbinden. Ja, der genau. Hat natürlich Fäden, deswegen musste ich mir die zubinden. Und der sollte wedeln. Das macht bei diesem Umhang, glaube ich, auch nicht so viel aus. Genau. Aber jetzt und, ja, klar. Und da habe ich gedacht, den muss man umbinden und sich unsichtbar machen. Mhm, ja, also ich habe, glaube ich, einen Umhang entwickelt, mit dem man sich unsichtbar machen kann. Dankeschön!